Da sind wir wieder, Freunde. Frisch zurück zu einem neuen Part von Final Fantasy 6. Ach, muss mich erstmal richtig hinsetzen. So, Einstellung hatte ich letztes Mal. Ja, warten. Zeitverlauf während der Kämpfe festlegen. Was soll das? Die Zeit steht bei der Auswahl von Zaubern und Items still, genau. Ja, ist alles in Ordnung. So, jetzt müssen wir abhauen. Und beim letzten Mal waren wir ja hier. Wir können auch schon rennen mit B-Nice. Da drüben, hinterher! Wer weißt du? Ich weiß gar nicht, ob die einen jemals einholen könnten, aber wir riskieren es jetzt mal nicht. Wir gehen mal ganz schnell weg. Genau, und ich weiß genau, hier gibt es Kämpfe, die sollten wir auch mitnehmen. Magie, Feuer. Wie macht man denn auf beide? Ah, okay. So, mit R. Da, da, da. 48 EP, Summer Potion, yeah. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen trainieren hier. Bevor es irgendwie weitergeht, denn da oben geht es glaube ich schon weiter. Ich möchte so ein Level, möchte ich so auf jeden Fall noch haben. Ba, 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 Feuer. Oh, beide weg. 46 EP, 58 Gil. Terra, Terra, Nigma, was? Terra, Nigma? Nein, das haben wir ja schon Let's Played. Schlosser und Geister. Er ist weg. Terra steigt eine Stufe auf. 54 Geld erhalten. Cool. Level 5, reicht das? Ja, komm, ich glaube schon. Oh. Ein Safe Point, aber wir können immer noch nicht speichern, oder? Der Speicher ist bestätigt. Ach, das ist doch scheiße. Das ist kacke, weißt du, das ist doch doof. Ups, naja. Oh, jetzt sind wir eingekesselt. Das ist aber gar nicht nett. Quatsch, Magie, Feuer. So, jetzt können wir nur auf einen jeweils machen, weil wir eingekesselt sind. Wir können nicht zwei sein gleichzeitig angreifen. Ist ein bisschen scheiße, ist das? Ich finde das nicht cool. Oh Mann, ist das dumm? Ich finde das kacke. Brr, 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 klammern. Oh, wie süß. Hau ab jetzt. Fire. Ich glaub, mein Schwein Bonat. Fertigkeiten. Terra Esper. Kenn you zu Blitztech, Kunde, Ray, Rage, Rage und Tänze haben wieder. So. Dann gehen wir mal weiter. Die Truhe da lasse ich mal zu. Denn wir kommen im Verlauf des Spiels nochmal hier hin. Und wenn wir nochmal hier hinkommen, dann. Ich sag mal, wir kommen noch mindestens einmal hier hin. Und jedes Mal, wenn wir wiederkommen. Soweit ich das noch weiß, verbessert sich der Inhalt der Truhen. So, deswegen lasse ich mal alle, die hier sind, alle zu. Und warte einfach mal ab. Kann ich eigentlich noch Magie einsetzen? Ach, ich habe ja noch. Einmal kann ich noch. Hey! Yeah! So läuft das hier. Genau, hier oben muss ich hin. Ja. Da ist sie, schnappt sie euch. Was zum. Oh scheiße, Mann. Ich denke, ich bin da lang. Oh nein. Jetzt haben wir ein Problem. Wo ist. Oh. Game over. Terra ist runtergeplumpst. Spiel vorbei. Oh. Was passiert jetzt? Vergangenheit. Flashback. Seht her, die berühmte Magitech-Kriegerin. Achso, ich muss weiter drücken. Mit diesem Knechtreif wirst du mir hörig sein. Wer bist du denn? Stup! Voll drauf gespoopt. Boah.
Ja, Mann. Okay, ja, ist klar. Sehr gut. Oh, er lacht sich erstmal ein. Wer war das? Stand da vor... Imperialer Soldat. Feuerkomprimat. Kefka, oh, rechts, rechts, vernichte sie, äscher sie ein. Boah, was zum Geier. Was ist denn jetzt kaputt? Haben die voll benutzt, ey. Was ist denn da kaputt? Für Seelen da oben. Gestalt, tapfere Soldaten, höret mich. Wir stehen am Anfang einer neuen Ära. Das glorreiche Gestaltsche Imperium hat die Macht wiedererweckt. Nur erwählten wird diese heilige Kraft zuteil. Und das sind jetzt die Ritt. Herrschen werden wir über alle Lande. Unsere Zeit ist gekommen. Hurra! Lang lebe Imperator Gestahl! Lang lebe das Imperium! Wie die alle ihre rechten Arm heben, ich meine, naja, ein bisschen Faschist. Naja, okay, wir sagen mal nichts. Okay, das war wohl Flashback-mäßig, wa? Erinnerungen von ihr. Na, guck mal an. Wer ist er denn? Kreis. Da bist du ja endlich, Junge. Ich hoffe, du hast dem Diebeshandwerk ein für alle Mal abgeschworen. Ein rastloser Wanderer. Ein Jäger, der das Abenteuer liebt. Und weit mehr noch, Schätze. Ja, Freunde, das ist Lok. Start. Ich, ein Dieb? Ich borge mir lediglich, was sowieso niemand mehr braucht. Und die Anrede meiner Wahl ist immer noch Schatzjäger. Nicht als Wortspielerei. Da gibt es einen elementaren und juristisch bedeutsamen Unterschied. Genau, sag's ihm mal. Übrigens, warum hast du mich gerufen? Ach ja, richtig. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe dir doch tatsächlich ähnliches Mädchen getroffen. Was zum... Ist das wahr? Sprichst du von ihr, dem Mädchen mit den magischen Kräften? Ja, Mann. Genau in diesem Moment sind ihr Nashis Wachen auf den Fersen. Mächtig genug ist Nashi, dem Imperium zu trotzen. Doch trotzig genug sind auch seine Bürger. Klingt fast wie Yoda. Mächtig genug ist Nashi. Eine Widerstandsbewegung wie die Rückkehrer zu unterstützen. Ich habe ja versucht, ihnen zu erklären, dass das Mädchen lediglich eine Marionette Gestahls war. Doch glaube nicht, sie schenkten mir auch nur eine Sekunde Gehör. Und diese Hitzköpfe. Warte, da muss ich losmachen. Was ist das denn? Verstanden, ich werde dir zur Flucht verhelfen. Verlass dich auf mich. Sehr wohl. Euer Weg sollte euch zuallererst zum König von Figaro führen. Was, ein König? Figaro, 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 Figaro. Ja, was zum... Wo kommt der denn her? Hä? Da liegt sie. Ich muss sie hier rausholen. Was zum... Was ist jetzt los? Oh mein Gott, ein Soldat. Er hat sie gefunden. Dorthin liegt sie. Damit willst du jetzt mal... Was zum Geier? Wie uncool. Verdammt, das ist ein ganzer Haufen. Kuppa! Was war das denn? Mog! Moglis, Moglis, Mogli... Mogris, Mogri? Wollt ihr uns etwa helfen? Ja, Mann. Kuppa! Yeah, voll cool. Was nun? Mogri, Mogri. Wir werden die Stadtwachen in Schach halten. Sollen wir den Plan genauer erklären? Ja, bitte. Wir kämpfen in drei Gruppen. Zwischen den Gruppen kann mit Select gewechselt werden. Beziehungsweise hat man der Wachen, bevor seine Leute zu Terra vordringen können. Das klingt ja easy peasy. Wir werden sehen. Okay, ja, wir gucken mal eben. Wir sind hier mit... Boah. Moglin, Mogret, Moggi. Was könnt ihr denn? Okay, können nix. Was kannst du? Magie? Du kannst auch keine Magie. Esper? Ach, Quatsch. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal eben Select und versperren den schon mal mit der dritten Mogri-Gruppe. Ich glaube, das ist die beste. Genau, da ist Mogri an sich bei. Die genau, er hier ist halt, Moxie?
Kosmog? Also das, die waren auf jeden Fall das ist die beste Truppe, die du machen, die du nehmen kannst. Ich wähle aber allein fürs Trainings wegen Lok. Da kommen sie. Auch mal gucken, was hier rumläuft. Die hauen wir sowieso alle platt. Megadorok Silvario. Ach, guck an. Stehlen? Nee, greif an. Ja, die können eh alle angreifen, was soll's. Boah. Yeah, 21 Erfahrungspunkte, 120, 21 Erfahrungspunkte. So, nächste. Das sind 5 Gegner, die kriegen wir auch alle wohl platt. Ist der denn, der macht immer seinen ollen, fiesen Eissturm. Wenn er immer seinen Schneesturm reindrückt, dann wird es ein bisschen schwierig mit der Zeit. Und der Silvario hält ja nichts aus. High Potion, cool. Guten Tag, der Herr. Mann, geh aus dem Weg. Die sind auch ultra langsam, ey. Immer schon so ultra langsam. Fangzahn? Muss das denn sein? Oh, jetzt haben wir ein kleines Problemchen. So, okay. Zieht euch zurück. So, die zweite Truppe bitte. Boah, wie viel kommen denn da noch? Was zum... Ah, Hilfe! Ja, das läuft jetzt ein bisschen doof, ne? Das habe ich mir eigentlich anders erwartet. So, ich muss mal eben zusehen, dass ich den da auch noch wegkriege und dann gucken wir mal eben, was die andere Mob-Gruppe sagt, ob wir mal eben durchrennen. Mit seinem Schneesturm geht einem schon auf den Senkel. Konnte nicht einer der Mauris auch zaubern? Mich wundert gerade, dass das keiner von denen kann, oder war der doch in der anderen Gruppe? So, hurra! Mal eben gucken hier. Einmal zurück. Dann nochmal switchen. Was ist denn mit deiner Truppe? Ach, da ist der Mogri bei. Ach so. Kann aber nix. Ach ne, doch, der kann, doch, der kann. Ich wollte auch sagen, der kann doch was. Fertigkeit Mogri hier, der kann da unten. Tänze. Der kann nicht. Aber das ist der Original Mogri mit D. Okay, alles klar. So, dann gehen wir mal durch hier. Lass den mal machen. Und jetzt mal den General, dann ist auch alles fertig. Wenn wir den besiegt haben, dann ist eh durch. Oh, Bosskampf. Aua. Bleibt noch einer. Ja, ja, komm. Hauptmann, ich mach euch fertig, Jungs. Stürmen. Boah, tot. Yeah. Juhu, gewonnen. Einen neuen Tanz gelernt. High Potion 410 Gil. Nice. Und wenn der Tanz herzlich wenig bringt, weil den Mogri gelernt hat, der ist ja noch nicht im Team. Was geschafft, Mann. Mogris, ich danke euch vielmals. Aufgestülpt und weg. Schneller, Mann, schneller. Was zum... Erstmal ablegen. Puh, doch ganz schön schwer. Das war dieser Schalter, wenn ich mich recht entsinne. Ich sehe keinen anderen. Was nu? LOL. Erstmal einen Geheimgang aufgemacht. Oh, du bist wieder zu dir gekommen. Ja. Bin ich in Sicherheit? Hast du mir geholfen?
Bedank dich bei den Morgris. Ah, ich kann mich an keine Morgris erinnern. Auch nicht daran, was vor ihrem Auftauchen geschah. Oder an das, was davor passierte. Heißt das, du hast dein Gedächtnis verloren? Von der Rumzuckeln. Es kommt sicher zurück mit der Zeit. Hast also Amnesie? Hab keine Angst, ich werde dich beschützen, ganz sicher. Hä? Ich werde dich nicht im Stich lassen, nur weil du dein Gedächtnis verloren hast. Ich beschütze dich, ganz bestimmt. Das aber nett, Mann. Das ist ja cool von dir. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Erstmal zumachen. Jetzt können wir laufen. Wer bist du denn? Dies ist die Schule für Abenteuernovizen. Riskiert einen Besuch. Maschinen mögen unser Leben erleichtert haben. Doch dort draußen warten noch immer eine Menge Gefahren. Eine Welt voller seltsamer Monster ist dies. Weiser Rat erreichte euch, sicher zum Vorteil gereichte. Lass mich mal vorgehen. Da. Gucken, ist hier irgendwas drin? Nö. Dann gehen wir looken. Abenteuernovizenschule. Dieses Wasser wurde aus dem Vita-Brunnen geschöpft. Es regeneriert TP und MP. Die praktischen Brunnen werden euch sicher auf Reisen begegnen. Mein Gott, wie weise. Kampfterrorkunde. Mal gucken, was sie sagen. Dies ist ein Speicherpunkt. An Speicherpunkten kann mit den alten Schlafsack oder Zelt gerastet und das Abenteuer gespeichert werden. Sollten alle Gefährten im Kampf unterliegen, beginnt das Abenteuer automatisch vom letzten Speicherpunkt. In solch einem Fall verlieren die Gefährten zwar, das hatten wir alles schon. Ja, das weiß ich doch. Okay. Warte, ich mach mal eben ganz schnell in Einstellung, Text. Einblendung im Kampf, ach so. Ich komme trotzdem auf Einstellung. Naja, ist okay. Ist gut. Alles gut, Mann. Auch Einkauf will gelernt sein. In den vielen Geschäften gibt es allerlei Symbole zu beachten. Ein nach oben zeigendes Dreieck bedeutet ein Attribut Aufwertung. Ein nach unten zeigendes Dreieck ein Attribut Abwertung. Ein Gleich bedeutet keine Veränderung. Ein A heißt, der Gegenstand ist bereits angelegt. Weiße kleine Dreiecke unter den Charakteren signalisieren deren Zugehörigkeit zur aktuellen Gruppe. Was Chocobus angeht, bin ich Experte. Mit nach oben oder A kann man dem Vogel die Sporen. Mit links und rechts weist man ihm die Richtung. Abgestiegen wird mit B, doch Vorsicht, die Chocobo kehrt dann unverzüglich zu seinem Stall zurück. Bist du denn hier alle am Rumrennen? Trefft Entscheidung mit dem A-Knopf, widerruft sie mit dem B-Knopf und öffnet das Menü mit Start. Was hast du mir zu sagen? Auch in solch unscheinbaren Gefäßen verbirgt sich mein Beinschatz. Nice, danke. Seid ihr im Umgang mit Accessoires vertraut? Accessoires sind äußerst nützliche Effekte versehen, zum Beispiel Laufstiefel gleich doppeltes Tempo, Rittertugend, Gefährten beschützen. Dragonerstiefel, Kommandosprung, Gauntlet, zweihändige Waffenführung. Über Accessoires im Menü kann man sich die Fähigkeiten aneignen. Ein Gefährte kann bis zu 2 Accessoires anlegen. Ein Potion hat noch bei jeder Wunde geholfen. Ein Stück und schon sind ein paar TP regeneriert. Effektiver ist natürlich das Nächtigen in einer Herberge. Ausgerutscht sind alle Gefährten dabei vollen Kräften. Hohoho, manche Schatztruhen überraschen Ahnungslose mit gar monströsem Inhalt. Ey! Geh da weg, du Arsch! Der Truhe steckt ein Monster. Was zum... Ein Silvario, ich glaub's ja nicht. Oh, er ist schon tot. Dann sind wir cool. Frechheit. Okay. Gut. Danke. Was hast du zu sagen? Dies ist die Schule für Abenteuerabsolventen. Riskiert einen Besuch. Ach, du bist ja der von draußen. Wie bist du denn leider in den Tresen gekommen? Weiß ich auch nicht mehr. Stellt ihr unter Einstellung im Menü den Kampfmodus auf Warten, dann bleibt die Zeit stehen, sobald die Währung deines Kampfes Zauber oder Items auswählt. So könnt ihr in aller Ruhe einen nächsten Schritt vorbereiten. Ja, so sieht das bei mir auch aus. Kampftaktiken. Zustandsveränderungen werden durch unterschiedliche Farben dargestellt. Blau, Reflekt, Magie wird zurückgeworfen. Gelb, Protest, die Abwehr steigt. Grün, Wallum, die Magieabwehr steigt. Rot, Hast, der Gefährte wird schneller. Weiß, Gemach, der Gefährte wird langsamer. Rosa, Stopp, die Zeit steht still. Cool. Gefährten in zweiter Reihe stehen allein nur halben Schaden, teilen aber auch nur mit halber Kraft aus. Durch Drücken von nach links im Menü kann ein Gefährten ausgewählt und mit dem A-Knopf nach hinten gestellt werden. Boah, Alter, du gehst mal um den Senkel. Kessel Gegner euch ein, steigt der Schaden, den sie erteilen. Insbesondere, wenn sie in eurem Rücken stehen. Das ist ja fies. Bist du?
Drückt man gleichzeitig L und R, so kann man aus den ausweglosen Kämpfen fliehen. Ist der Balken neben dem Namen eines Gefährten voraufgeladen, kann dieser in Aktion treten. Durch Drücken von Select kann man jedoch auch direkt zum nächsten Gefährten gesprungen werden. Bei der Auswahl eines Ziels für einen Zauber kann dieser durch das Drücken von L auf Gruppen gewirkt werden. Ach so. Durch Drücken von links oder rechts bei der Kommandoauswahl können Gefährten warten oder ihre Abwehr stärken. Verstecken Sie Abwehr, halbiert sich der Schaden, den Sie den nächsten Angriff erleiden. Schlafsack erhalten. Ihr könnt sleepen. Was hier noch? Die Lehrer in diesem Raum sind etwas komplizierter für geübte Aventur. Neulinge verwirren sich sicher nur. Echt? Fortgeschrittene Kampftaktiken. Oh Gott, ich will nicht. Was haben wir denn da? Untote, zum Beispiel Geister, reagieren höchst allergisch auf Heilzauber. Das ist doch logisch. Was ist das für Kampf für Fortgeschrittene? Im Zustand kritisch wachsen Kämpfe manchmal über sich hinaus. Mit einem Schlag können sie dann alles retten. Wagt beherzt einen Angriff und, wer weiß, vielleicht wird eine geheime Spezialattacke geboren. Das Ziel, auf das Schutzengel gezaubert wurde, wird automatisch reanimiert, sollte es K.O. geschlagen werden. Ein Ziel, auf das Regener gezaubert wird, regeneriert Stück für Stück seine TP. Mit Runik können Zauber absorbiert und MP aus ihnen extrahiert werden. Das Kommando behält so lange Wirkung, bis ein Zauber absorbiert wurde. Im Zustand Trance steigen Stärke und Magie. Je mehr Kampferfahrung, desto länger kann die Trance aufrechterhalten werden. Tänze und Rage werden einmal befehligt bis zum Ende eines Kampfes ausgeführt. Im Zustand Reflekt werden Zauber reflektiert, allerdings verschwindet der Effekt nach einiger Zeit. Zudem durchdringen einige Sprüche der Blaumagie Reflekt. Ach, guck an. Die drei Elemente sind Hitze, Kälte und Elektrizität. Sie wirken in den Zaubern Feuer, Eis und Blitz. Toll, das ist für Fortgeschrittene, weißt du? Verfügt ein Gefährte über einen Doppelgänger, treffen gegnerische Angriffe öfter ins Leere. Soll ich die Geheimnisse von Zustandsveränderungen einweihen? Sehr gerne. Sein Ziel unsichtbar leidet es keinen physischen Schaden mehr. Zauber treffen jedoch ausnahmslos und heben den Zustand auf. In einem Kobold verwandelt, können Spezialattacken wie Kenjutsu und Magie nicht mehr ausgeführt werden. Zu einem Zombie verflucht, ergraut die Haut und die TP fallen auf Null. Ungeachtet dessen greift der Zombie alles an, was sich bewegt, egal ob Freund oder Feind. Mit Weihwasser kann der Zustand rückgängig gemacht werden. Konfus und Schlaf können durch physische Angriffe aufgehoben werden. Ach, guck an. Lol, willst du mich verarschen? Ach, das hatten wir schon. Oh, Leute. Danke. Ja, jetzt hör mal auf. Oh, ätzend. Die Eigenheit von Reflex ist, dass keine Zauber abgewehrt werden können, die bereits einmal reflektiert wurden. Findige Kämpfer machen sich den Angriff benutzt. Sind nur bla bla bla. Erleuchtend? Halt auf die Fresse. Potion erhalten. Lass mich hier raus. Ich weiß, mit einem glaube ich nicht geschnackt. Aber das ist egal. Freunde, wir beenden hier heute den Part. Beim nächsten Mal geht's dann weiter Richtung Schloss Figaro. Macht's gut. Ciao.